Tag auch, schön, dass ihr da seid zum Q&A zur letzten Folge über Antifaschismus, Kritik des Antifaschismus. Es war eine richtig geile Folge von den Aufrufzahlen, das ist mega geil. Wir hatten teilweise mit die besten Tage im Vergleich auch zu der antideutschen Folge, die ja bisher unsere beste Folge war. Also vielen lieben Dank, dass ihr es so weiterverbreitet habt und so viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns Zuspruch gegeben haben, so viel wie noch nie bisher bei irgendeiner Folge, die uns einfach nur ausgedrückt haben, dass sie das genauso empfinden, dass sie das genauso fühlen und dass sie das genauso, ja, letztendlich auch belastet, die Punkte, die wir angesprochen haben. Das freut uns sehr und da haben wir dann also doch durchaus einige Punkte getroffen. Und wir haben aber auch einiges an Kritik bekommen, einiges an Rückmeldungen bekommen, wo wir nochmal drauf eingehen werden. Wir sind überhaupt froh, dass wir es jetzt geschafft haben, dieses Q&A zu machen, weil wir echt gerade richtig viel zu tun haben. Also seht es uns nach, wenn wir jetzt nicht alles behandeln können und wir mussten das auch quasi als inhaltliche Punkte zusammenfassen und es ist nicht so, dass wir jetzt eure Rückmeldung vorlesen können oder so, wie wir das sonst mal machen, weil es einfach viel zu viel war. Aber wir starten trotzdem mit der... Ah nein, ach so, ja. Es wird ja eingespielt. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Okay, Leute, ein Thema, was mich eigentlich immer dabei bewegt hat und auch, ja, eigentlich in der gesamten Zeit, in der ich irgendwie mit Antifaschismus in Kontakt gekommen bin, beschäftigt hat, ist die Frage nach, was hat es eigentlich mit Antifa, Elektromusik und Elektropunk auf sich? Also gerade hier in Dortmund haben wir das Problem, dass unsere Kundgebung stark von dieser Musikrichtung dominiert werden und das Ganze inhaltlich meistens sich auch recht platt verhält. Es gibt eigentlich so die eine Hymne der antifaschistischen Bewegung in Dortmund und ich weiß nicht, ob ihr mit dem, ja, mit den KünstlerInnen, ich weiß nicht, oder dem KünstlerInnen-Kollektiv das Bierbeben vertraut seid. Die haben diesen einen Song, wenn Deutschlands Mauern fallen. Und es ist so langsam wirklich von einer Tragödie zu einer Farce geworden, dass dieses Lied wirklich auf jeder Kundgebung gespielt wird. Und ich denke auch, an diesen Songs kann man ja recht gut viele Probleme in der antifaschistischen Bewegung an sich ablesen. Es ist etwas, was unfassbar subkulturell ist. Es ist keine weit verbreitete Musikrichtung, zumindest seit 10 Jahren nicht mehr. Es ist von den inhaltlichen Texten meistens eine sehr starke Abgrenzung zu den Leuten, die nicht zu der Kundgebung selber gehören. Das ist ja häufig inhaltlich so ein, ja, nach dem Motto, ihr seid diese verkappte rassistische, nationalistische Gesellschaft, und wir sind hier die paar Guten, die noch dagegen stehen, gegen diesen ganzen Dreck. Dann kommt auch noch hinzu, dass, wie nun mal auch bei vielen Demoparolen und dem Außenbild, das Klangbild nicht sonderlich ansprechend für die meisten Leute ist. Ich denke, damit packt diese Thematik eigentlich vieles in sich zusammen, was in der antifaschistischen Bewegung falsch läuft. Bitte doch wieder gute linke Musik auf Demos, das könnte echt helfen. Ja. Na gut. So. Aber dann starten wir jetzt weiter durch mit den eigentlichen inhaltlichen Rückmeldungen. Und zwar ist das erste, was wir behandeln wollen, die Thematik Wertschätzung, Berücksichtigung der Situation in Ostdeutschland, die faschistische Gefahr in Ostdeutschland, Unterschätzung der Gefahr der AfD. Also ich glaube, allgemein kann man erstmal sagen, dass das natürlich stimmt, dass es in Ostdeutschland einfach ganz andere Verhältnisse als in Westdeutschland gibt, was ja aber nicht nur an den Wahlergebnissen der AfD liegt. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt sagen kann. Wir haben ja mehrfach den Vergleich angebracht mit Österreich und der FPÖ. Es ist ja nicht einfach nur so, dass in Ostdeutschland viel rechte Parteien gewählt werden und deswegen irgendwie, ja, das Landesparlament anders zusammengesetzt ist und deswegen andere Gesetze dort erlassen werden und anders regiert wird, sondern das Problem in Ostdeutschland ist ja viel tiefer greifend, dass einfach diese autoritären, nationalistischen, rassistischen Strukturen sich da viel verhärtet haben, auch außerhalb von den Parlamenten, und das ist einfach ein viel größeres allgemeines Problem mit Alltagsrassismus und nationalistischer Stimmung gibt. Da stimmt es natürlich, wenn in so einem Bundesland dann auch tatsächlich noch eine AfD-Regierung an die Macht kommt, ist es einfach anders, als wenn ein ja eher bürgerlich-liberal geprägtes Bundesland wie Baden-Württemberg dann eine starke AfD-Fraktion hat. Da möchte ich dir natürlich zustimmen. Und es stimmt auch, dass einfach, wenn das Gewaltpotenzial so hoch ist, das nochmal andere Auswirkungen auf linken Aktivismus und auch auf alle anderen Leute hat, die eben von faschistischer oder rassistischer Gewalt dann in diesem Bundesland betroffen wären.
generell wollten wir das wirklich nicht verharmlosen oder so etwas. Wir haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass man sich nie sicher sein kann, dass wir immer gucken und analysieren müssen, wo geht der Weg hin, und auch aus einer AfD kann ein tatsächlicher Faschismus entstehen. Also wenn zum Beispiel dann der Flügel über Björn Türke eben dann die Partei in einem Prozess auch übernimmt oder so. Trotzdem ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zwischen der AfD und jetzt irgendwie der NPD oder sonst was. Und das muss man auch differenzieren können, das muss man auch analysieren können. Und da geht es dann auch nicht darum, dass wir jetzt nicht uns der schweren Situation da in Ostdeutschland bewusst sind. Und wir hoffen also ganz klar darauf und unterstützen auch die Kämpfe, die dort Genossinnen leisten. Und sehen natürlich auch die Bedrohungssituation, die davon ausgeht. Es geht nur darum, dass es eben speziell in Ostdeutschland dann diese Tendenzen gab von wegen hier CDU wählen, um die AfD zu verhindern. Und das haben wir einfach so ein bisschen polemisiert, aber es ist wichtig und klar, dass ihr das nochmal eingeordnet habt, dass wir da hätte man vielleicht nochmal ein, zwei, drei Sätze zu sagen können, um das klarer zu machen, dass wir das nicht unterschätzen oder missachten oder irgendwie nicht auf dem Schirm haben, wie die Situation für viele Genossinnen, Minderheiten und so weiter ist. Aber vielleicht auch noch, es geht uns nicht nur darum, dieses, ja, nicht die AfD überschätzen, dass wir irgendwie sagen wollen, ja, jetzt regen die sich alle so darüber auf und das ist so furchtbar, sondern uns ging es ja eher herauszustellen, dass für die allermeisten Leute die Situation im bürgerlichen Staat schon so beschissen ist, dass die so darunter leiden, dass die AfD das natürlich verschlimmert, aber dass es jetzt nicht wirklich eine neue Ebene vielleicht ist zu dem, was die sonst schon leiden. Und wir haben ja auch dieses Beispiel da drin gebracht und da hatten wir auch so schon, als uns diese Frage vermehrt gestellt wurde, schon so auch drauf geantwortet, nämlich einfach dieser Vergleich von Trump und Obama, wie viele Leute dort abgeschoben wurden. Oder auch in Deutschland haben wir auch Situationen wie unter Rot-Rot-Grün, wo dann genauso viel oder vielleicht ein bisschen weniger abgeschoben wurde. Diese Grundeinstellung zum bürgerlichen Staat und zu all seinen Grausamkeiten, zu seinem Rassismus, zu seiner Repression, darf nicht einfach nur unter den Teppich gekehrt werden und dann mit denen, die dann später regieren, halt gekuschelt werden, um dann eine graduelle Verschlechterung durch die AfD dann verhindern zu wollen. Weil dann wird man nie dieses Grundproblem angehen und dann wird man halt nämlich vor allem aus einer privilegierten Position halt heraus handeln, diese ganzen Leute, die dann so auch darunter leiden werden, einfach vor den Karren werfen. Und die alle, die ihr uns häufiger hört, wisst ja auch, dass wir sehr für Reformen im bestehenden System sind und dass wir durchaus differenzieren und unterscheiden können. Nur, das ist ja was anderes, von wo diese Geschichten auch passieren. Und wenn es halt eben von oben passiert, über die Wahlurne passiert, dann ist es halt nochmal was völlig anderes, als wenn wir von unten bestimmte Sachen durchsetzen. Und dieser Thematik muss sich halt in der Linken auch bewusst werden. Der zweite Themenbereich war der ganze Komplex der offenen Antifa-Treffen in Süddeutschland, die hatten wir gelobt in unserer Folge und da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass es durchaus auch elitäres Verhalten schief angeschaut werden, keine irgendwie Fokussierung auch auf Graue Wölfe und Islamismus, sowohl als auch keinen oder wenig Zusammenhang mit der migrantischen Linken gibt. Das ist definitiv so, da wird es wahrscheinlich auch nochmal von von Stadt zu Stadt auch nochmal Unterschiede geben, aber ja, vielleicht hätten wir das auch nochmal einordnen sollen. Auf jeden Fall eine wichtige Rückmeldung von einem, ich glaube, Genossen dann auch aus Süddeutschland selbst, dass da natürlich auch nicht alles super läuft oder so. Es ist nur in der Tendenz, sag ich mal, ein guter Ansatz erstmal behaupten, ein offenes Angebot zu schaffen. Genau. Darum ging es uns ja im Endeffekt. Ich glaube jetzt auch dieser ganze Themenbereich mit Graue Wölfe, Islamismus, darum ging es uns gar nicht bei den offenen Antifa-Treffen. Uns ging es wirklich eher darum, einfach, dass es ein offenes Angebot gibt, dass es nicht die Antifa-Gruppe ist, die in der Stadt mit undurchsichtigen Aufnahmeverfahren einfach agiert und da dieser kleine Personenkreis ist und es einfach keinen Anlaufpunkt gibt für neue Leute, die sich irgendwie antifaschistisch betätigen wollen, außer dann auf irgendwelchen Demos zu gehen. Und ich glaube, in Bezug nochmal auf diesen Zusammenhang mit migrantischer Linke, da habe ich zumindest einfach und du wahrscheinlich auch einfach paar positive Beispiele dann aus verschiedenen Städten gehört in Süddeutschland und haben das deswegen so genannt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es dort perfekt läuft und dass es nicht auch außerhalb des Südens Positivbeispiele dessen gibt. Aber klar, ein offenes Antifa-Treffen, wo du, wenn du hingehst, es trotzdem elitären Zirkel gibt und du schief angeschaut wirst, bringt natürlich auch nicht natürlich, so viel, wenn dann klar. Die gleichen Szene. Also es muss schon noch mehr passieren als nur diese offenen Angebote. Da muss das natürlich stimmt. Auch eine Kombination mit anderen Hinterfragen von bestimmten Szeneverhaltensweisen geschehen. Der nächste Themenkomplex war, dass sehr richtigerweise kritisiert wurde, dass wir in unserer Faschismusdefinition
eine Lehrstelle hatten bezüglich spezifisch deutschen Nationalismus, Faschismus. Das ist natürlich an sich richtig, aber wir haben ja auch in der Folge gesagt, okay, wir werden jetzt hier keine, wir können jetzt nicht zu tief gehen, wir können nicht das vernünftig behandeln, wir werden nochmal eine eigene Folge zum Thema Faschismus machen. Trotzdem stimmt es natürlich, dass man es zumindest mal mit einem Wort erwähnen hätte sollen. Das ist aber einfach, ja, auch so ein bisschen der Podcast-Geschichte geschuldet. Ich will mich jetzt nicht mal wieder darauf zurückziehen, aber es ist einfach so, wir labern ja einfach halt daher und dann gibt's halt einfach gewisse inhaltliche Lücken. Aber danke für das drauf. Ist auf jeden Fall notiert für die kommende Folge zu Faschismus, wenn sie dann irgendwann kommt. Ja, und als letzter Punkt haben wir noch die Frage zum ganzen Themenkomplex Querdenken bekommen. Und als letzte Themenkomplex, Rückmeldung haben wir dann noch alles zum Thema Querdenken bekommen. Wir haben das Ganze ja auch angesprochen und da haben wir uns auch beispielsweise auf die Möglichkeit einer Einmischung oder einer frühen Einflussnahme darauf bezogen. Und da gab es dann einmal zwei Fragen, nämlich einmal, wie ist das alles eigentlich gemeint mit dieser Querdenken-Einmischung und war Querdenken nicht von Anfang an rechts, also eigentlich schon verloren? Außerdem wurden uns dann noch Fragen gestellt zu einer linken Alternative zu Querdenken. Und da muss man ja vielleicht sagen, Querdenken jetzt als diese Bewegungsidee, schon als frühe Organisation, da war natürlich, das war natürlich eigentlich ziemlich stark rechts von Anfang an geprägt. Aber was wir mit diesen Querdenken-Protesten gemeint haben, und ich glaube, was Marian dann auch mal einmal angesprochen hat, mit diesen Querdenken-Protesten, die ja mehrere hunderttausend Leute auf die Straße gebracht haben, da reden wir ja allgemein von diesen Anti-Lockdown-Protesten, die sich dagegen gerichtet haben und die noch keine klare inhaltliche Ausrichtung hatten. Da würde ich sagen, diese Bewegung an sich gegen Lockdown-Maßnahmen war in einigen Städten eben nicht von Anfang an rechts geprägt. Das ist natürlich ganz klar unterschiedlich. Es gab auch viele Orte in Süddeutschland, wo von Anfang an das vor allem von ImpfgegnerInnen und ja, Leute aus dem esoterischen, alternativmedizinischen Milieu angeführt wurden. Es gab andere Städte, wo das vor allem von den lokalen rechten Strukturen übernommen wurde. Aber das ist nicht was, was man so deutschlandweit sagen kann. Und in vielen Städten gab es auch einfach Leute, die entweder wirtschaftlich davon betroffen waren, die ihr kleines Unternehmen schließen mussten, die in der Gastronomie gearbeitet haben. Oder auch Leute, die allgemein einfach von den Lockdown-Maßnahmen kritisch gegenüberstanden und sich dagegen gestellt haben. Und ich würde wirklich sagen, das haben wir auch schon mal in der Folge zur Freien Linken selber angesprochen, das wäre wirklich ein Punkt gewesen, wo man hätte mit einer linken Antwort ja anschließen müssen. Ja, das ist ja vor allen Dingen das Problem. Also, dass die Kritik von der Freien Linken an der Stelle ist ja, dass sie sagt, okay, die normale Linke, wie es sie eben jetzt gab vor Corona, die hat sich staatstragend verhalten. Die hat nicht großartig hinterfragt, was da passiert und so weiter und so fort, sondern sie hat das eigentlich alles so mitgetragen mit den Maßnahmen und so weiter. Und das stimmt auch. Also, ich weiß ja nicht, wie es in euren Städten aussah, aber bei uns ist alles erstmal maximal eingefallen. So, ja. Es war so, dass von einem auf den anderen Tag gefühlt weg, die Leute waren weg. Weg. Die Masse der Leute waren einfach weg. Es gab nichts mehr, was die Leute gemacht haben, so die Masse der Leute. Es gab nicht den Versuch, irgendwelche Hilfsangebote für jetzt irgendwelche Leute, die weiter drunter. Da gab's ja, es gibt ja tausende von Möglichkeiten, um halt in dieser Corona-Situation, auch speziell am Anfang mit dem harten Lockdown und so, aktiv zu bleiben. Und das haben wir einfach total verpasst. Das hat dann einfach diesen Raum geöffnet, dass es dann eine wirklich gesellschaftliche Massenbewegung gab, in die auch überhaupt null versucht wurde, in irgendeiner Form reinzuwirken. Und dann halt natürlich die Rechte völlig leichte Spiel hat. Es wurde nur dagegen gearbeitet. Und was meinen wir zum Beispiel mit so einer Form von Einmischung auch in Kontext von dieser Massenbewegung? Man würde natürlich erstmal gucken, was ist da überhaupt? Also real daran teilzunehmen, jetzt vielleicht am Anfang gar nicht um irgendwie sichtbar oder so, sondern einfach sich das mal erstmal real anzugucken mit eigenen Augen, nicht im Internet, sonst irgendwas, sondern eine Versuch, eine Lokalanalyse von der lokalen Bewegung aufzustellen. Und dann würde es eben bedeuten, dass auf diese Situation, auf diese Analyse, die man dann anfertigt, also wenn man dann sieht, so und so viele Faschisten beteiligen da dran, so und so aus was für einem Milieu rekrutiert sich das grob, dass man dann halt versucht, darauf einzugehen. In Dortmund haben wir zum Beispiel es versucht, ja, wir haben es versucht. Sehr zaghaft Versuch und auch, sehr, sehr ausbaufähig und wurden natürlich auch nicht unterstützt innerhalb der Linken, ja. Dass wir den Gedanken hatten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Flyer zu verteilen, die andere Positionen vermitteln. Und das wurde auch bei uns in Dortmund, aber das war in den allermeisten Städten nicht so krass, wurde das auch an dem Tag dadurch natürlich verhindert, dass dann 30 organisierte Faschisten an der Sache teilgenommen haben, die aber nicht jedes Mal da waren im Übrigen. Da waren dann auch immer nur Einzelleute von denen da, aber an dem Tag und noch an einem anderen oder so waren da recht viele. Aber dass man überhaupt mal ins Gespräch
kommt, so, dass man probiert Einfluss zu nehmen und dann vielleicht sogar auch mal sagt, komm, wir beteiligen jetzt hier mit einem organisierten linken Blog, der irgendeine Form von, auch jetzt nicht abgeschlossen ist in diesem Dings, aber irgendwie daran mit unserer eigenständigen Position und tragen halt eine organisierte Position mit irgendwie 50, 80 Leuten oder so da mal rein. Guck mal, was passiert. Wir werden ja nicht irgendwie, wir infizieren uns denn ja nicht. Vielleicht mit Corona an der Stelle, weil das ja schon ein doofer Umgang war. Aber wir infizieren uns ja jetzt nicht mit irgendwelchen reaktionären Ideen, wenn wir dann da mal hingehen und irgendwie probieren, da einen anderen Turn reinzubringen. Und uns geht es ja auch wirklich nicht darum, dass ihr dann in jeder Stadt einfach sagt, okay, wir beteiligen uns jetzt an den Orga-Strukturen dieser Proteste. Darum geht's natürlich nicht, aber man muss ja einfach festhalten, dass, wenn man einfach direkt eine Gegenkundgebung anmeldet, wenn man sich räumlich getrennt von den Leuten dahinstellt und dann ja mit Transparenten gegen Aluhüte und mit Lesungen gegen hier ja eigentlich den faschistischen Volksmob dann da irgendwie auftritt, dass man dann eigentlich direkt alle Chancen verspielt hat. Deshalb bietet ihr dann überhaupt keine Möglichkeit mehr von Einflussnahme, außer eigentlich antagonisieren. Und bei uns gab es eben diese Situation, wo dann halt eine Gegenkundgebung... Es gab es in vielen Städten. In vielen Städten, aber als Beispiel, was wir selber erlebt haben, eine Gegenkundgebung zu der Querdenkmobilisierung. Wir haben an der Gegenkundgebung teilgenommen und wollten dann von da aus losgehen mit Plakaten, mit Flyern und so weiter ins Gespräch kommen und uns einen Überblick über die Situation verschaffen. Und es gab dann mehrere Leute von dieser Querdenkkundgebung, die auch zu der Gegenkundgebung gegangen sind und die wirklich ein ernsthaftes Interesse auch an einem Gespräch und so weiter hatten. Wir haben dann auch mit einigen Leuten diskutiert, das war teilweise spannend, teilweise verrückt, halt ganz unterschiedlich. Es gab halt mehrere dann an dieser antifaschistischen Kundgebung Leute, die, wenn sie gesehen haben, okay, da kamen jetzt ganz normale Leute, jetzt nicht irgendwelche Faschisten oder so, sondern ganz normale... Das waren sogar Leute aus dem Friedensmilieu. Ja, irgendwie so Omas halt, ja. Dann da hinkamen zu der antifaschistischen Gegenkundgebung, die halt aufs Übelste beleidigt haben, dass sie sich verpissen sollen zu ihrer komischen Fascho-Scheiße, dass es ja wohl die falsche Kundgebung sei und so weiter. Und was ist das? So, also es ist einfach, ja, so kann man halt sich einfach auch selber... Das haben wir alles gesagt. Ja. Aber da wisst ihr, was wir meinen, dass man es zumindest versucht, Leute. Zumindest versuchen und nicht einfach nur die Leute in Grund und Boden beleidigen und sich über die lustig machen. Bla. Das Übliche. Gut, dann sind wir auch mit dem Üblichen wieder durch. Und ich würde sagen, wirklich sehr viele spannende Rückmeldungen. Nochmal gute Ergänzung zu der ganzen Thematik. Wie gesagt, in der Zukunft, jetzt nicht direkt, aber irgendwann werden wir auch nochmal die Faschismus-Folge bringen, weil ich glaube, das ist auch was viele Leute interessiert und ja, wo wir auch nochmal spannende Diskussionen um die ganzen angeschnittenen Themenblöcke, gerade um das Ganze mit Graue Wölfe und Islamismus führen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, Glück auf. Glück auf.